Moin Leute, ich heiße nicht nur Brokkoli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Durchgespielt. Dieses Mal geht es um Life Adventure. Das Spiel ist am 15. Dezember 2021 herausgekommen, komplett kostenlos spielbar auf Steam, hatte ganze 4 Achievements, also für die Achievement Hunter unter euch, wäre das vielleicht auch noch was, um den Score ein bisschen aufzupolieren. Und es geht darum, dass wir zwei Personen steuern, Lenz und Real, auf der Suche nach ihren Eltern. Jetzt gerade läuft ja ein Trailer, ihr seht es, es sieht ein bisschen abgespaced, ein bisschen Fantasy-like aus und ja, ich würde sagen, wir springen einfach rein. Das Spiel ist laut Steam-Reviews irgendwie eine knappe Stunde lang, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde. Wir machen das wie bei Givana, meine Facecam werdet ihr diesmal nicht sehen können, aber ja, dafür geht es dann auch mehr um das Gameplay als um mich in dieser Stelle. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal rein ins Game, wir gucken es uns mal an und ja, ich ziehe das Ding jetzt hier an einem Stück durch und hoffe, dass ihr am Ende auch ein bisschen ja, Unterhaltung davon habt. Also holt euch was zu trinken, einen kleinen Snack für zwischendurch und dann ja, springen wir rein ins Game. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Ich habe gerade ein bisschen was... Ja, Ruhe jetzt da. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los auf Start und dann los geht's los. Wir brauchen ein Gamepad für das Spiel. Und sag mal, frontet die mich einfach, ey. Sag mal. It's a rock. Oh ne, Moment. And his name is Steve. I know, but can we keep going now? Just one more minute. I've prepared a quick sum up for our adventure for Steve. And here we go. Welcome on our adventure, Steve. My name is Lenz. And this is my sister, Real. Hi, Steve. Also wir spielen Lenz? Oder wen spielen wir? Everything started nights ago. See, our parents are often on expeditions. Yeah, and they're traveling all the time. Because they're amazing explorers. That's true. And they always come back for our birthdays. Yeah. Every year. Until six nights ago. When they forgot. And it's been a while now. But they would never miss our birthdays. Ja, sechs Tage. Right. They shouldn't. Bist dumm. So, my sister and I went on a great expedition on our own to find them back. Today, we finally found their camp here. But Mom and Dad were already gone. But... Hat so ein bisschen was von Green Hell auch tatsächlich, ne? Oh nein, wo seid ihr? Ihr seid ja schon weg. Bei Green Hell war das auch so mit der alten. Die war dann auch irgendwann weg, oder nicht? Tilt RS forward to get closer to Real. Ah, okay. What the fuck? Ist das merkwürdig. Okay, mit dem linken Stick steuere ich Real. Mit dem rechten Stick steuere ich scheinbar Lenz. Wenn ich LT gedrückt halte, dann folge ich ja automatisch. Das habe ich vorhin eingestellt. Ich glaube, sonst würde ich ja gar nicht klarkommen. Eieiei. Wir können sogar rein und raus zoomen. Wir können ein Foto machen. Sag mal, cheese. Cheese. Best picture ever. Best picture ever. Oh mein Gott. Können wir hier irgendwas untersuchen oder so? Ist das merkwürdig, dass ich beide steuere? Oh, es ist so ein bisschen wie Brothers, A Tale of Two Sons. Nur ein bisschen weirder, wenn man... Oh Gott, ey. Naja, wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, ich gewöhne mich dran. Aber das ist gerade echt weird. Aber ich glaube, da gewöhne ich mich dran. Ich halte einfach LT gedrückt und folge automatisch und dann sind wir gut dabei, glaube ich. Aber die Welt sieht echt schön aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, guckt es euch mal an. Hier, also klar, ich weiß, es ist jetzt nicht hier AAA mega gepolished. Aber hey, das sieht trotzdem gut aus, oder? Das Spiel ist halt auch leider auf Englisch, aber es ist komplett vertont. Das finde ich halt auch schon wieder krass. Für ein komplett kostenloses Game, aber komplett vertont. Okay, mit dem kann ich hier rüber, mit der kann ich hier rüber springen. Er kann halt nicht springen. Also der Lance ist das, ne? Der kann nicht springen. Na, komm mal mit. So, weiter geht's. Hallo, Mama, Papa, wo seid's?
Wow. Oh, das sieht auch schön aus hier. Unsere ersten Ruinen mit Steve. Wow. Ja, kleiner Frame-Einbruch gerade. Oh Mann, was müssen wir hier nur tun? You did it, bro. Komm mal her, Steve. Na, und wir gehen jetzt weiter. Lance, Steve, real. Ihr wisst, wen ich meine. Das sieht schon... Ist schon schick. Also ist schon echt schön gemacht. Ich kann nur leider die Kamera nicht nach oben und unten bewegen. Vielleicht kommt das gleich noch, aber das werden wir ja sehen. Aber ich finde auch cool, dass das so eher mit diesem Rekordfenster irgendwie gemacht ist und so. Das finde ich schon alles ganz cool gemacht. Was ist das denn da vorne? Hallo? Hallo? Wait, something is moving. Was haben sie? Oh nö. Oh Gott. Jetzt bin ich... Okay, oh lol. Could you help me with those vines? Oh Gott, jetzt ist die Kamera. Oh Gott, das ist. Freedom! Oh no! Jetzt ist die. Oh, und die Steuerung ist auch noch über Kopf. Oh, I got it! Whoa! I got you, Steve! Ouch! Lenz, are you okay? That was awesome! Ach du Scheiße. Die Blätter sehen auch cool aus. Also ich finde die Optik geil. With you and Steve, aren't we the true explorers here? Ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwie ein Geheimnis einsammeln oder so? Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das ja irgendwann mal einer diese Videoaufnahmen sehen sollte. Erstmal irgendwen aus den Ranken befreit und dann erstmal einmal komplett im Kreis laufen. Die Lippen bewegen sich ja sogar, wenn die reden. Alter, okay. Ey, die Partikeleffekte sind ja auch nice. Das ist ein kostenloses Game, Leute. Das kostet nichts. Nichte. I want to explore. Let's find Mom and Dad first. Alright. Also ich mag den Vibe von dem Game echt. Bisschen leichtfüßiges Erkunden. Das ist schon cool gemacht alles hier. Wow, look at this flower. Not fair. I can't jump with Steve. Du kannst nicht mit Steve springen, das weiß ich wohl, aber ich kann mit ihm. Okay, alles klar. Also auch zweigeteilte Rätsel sozusagen. Das ist auch clever gemacht. Ich weiß, Brothers A Tale of Two Sons hat es wahrscheinlich auch damals gemacht, aber so. Hey, I found a shortcut. Hey, what about me and Steve? What about me and Steve? Exploration Mode on. Ah, okay, jetzt. Ah, RT ist der Free Mode. Ah, okay, wenn ich RT drücke, kann ich mit dem linken Stick und mit dem rechten Stick Steve steuern, ja? Okay, just follow the wall and nobody will fall. Aber dann kann ich ja so bestimmt auch irgendwelche Secrets entdecken, oder? Hallo, gibt's hier? Nein. Reacher hier ja nicht. Ich Okay, da gibt es wahrscheinlich kein Secret. Wahrscheinlich wollen die mich jetzt sehr geradlinig dahin führen, was ich zu tun habe. So, du fährst jetzt für mich die Brücke hier aus und dann kann ich wieder mit dem Free Mode hier drüber latschen. Aber hier sind Fußabdrücke. Da, Fußabdrücke. Erstmal fotografieren. Für meine Sammlung für zu Hause. Du musst hier hinten lang.
weiß, ich könnte auch ranzoomen, aber irgendwie finde ich das Zoom. Es ist digitaler Zoom, nicht optischer Zoom. Das verpixelt doch alles. Da sieht er wieder Pixel. Oh nee, du. Okay, ich muss das ausgefahren lassen. Are you okay? You're okay, yo, Steve? Moin. Lens? We're moin. Okay, oh no, how are you gonna come out? It's okay, sis. Remember what Mom told us when we were stuck in that cave? No matter how dark things seem, explore or see the possibilities. All right, join me at the exit. I'll wait for you. Jetzt, dann switchen wir automatisch in den Free Mode. Alles klar. Okay, Steve. We're on our own. Hey, but at least we're on the ground now. Wir sollen wahrscheinlich den Fußabdrücken folgen, ne? Ja. Aber ich möchte halt hier irgendwie. Ich meine, es gibt 4 Achievements in dem Spiel. Das Spiel ist ungefähr eine halbe Stunde lang. Hier muss es doch. Aber das ist. Ah, das ist jetzt gerade eingebrochen, okay. Hier muss es doch irgendwas noch geben. Hallo. Moin! Check this out. Whoa. A log? From Mom and Dad. Open it. Open it. Open it. Jetzt spann dich. 30 Tage ago. Also 30 Nächte ago. Vor 30. Meine Fresse, vor 30 Nächten. During the datas, these shapes have never been recorded before. This discovery puts us right on track of an unclassified civilization. It looks like they're showing us a path to a location. But it's hard to understand what this location meant to them. It seems this pattern arrangement conveys a message. Perhaps the true nature of those ruins. There's only one way to find out. These are what Mom and Dad were looking for? If we find that location, we find Mom and Dad. Unknown location, here we come. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde, wenn meine Kids, also ich habe keine Kinder, aber wenn meine imaginären theoretischen Kinder auf irgendeine halsbrecherische Unternehmung gehen würden, um mich retten zu wollen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben alles, ne? Okay, da kommen wir nicht rüber. Oh yeah. Duh. Watch the last episodes of Treasure's Explorers. Okay. Das leck mich am Arsch. Das war eine richtig cool, das war richtig cool gemacht gerade. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich bin Stop torturing me. We have to find Mom and Dad quickly. And buy a new remote on the way back. Ich bin gerade über eine bestimmte Schwelle getreten, in der ein anderer Dialog ausgelöst wurde. Und sie haben mir ja zuerst gefragt, ey, was willst du machen, wenn du wieder zu Hause bist? Dann bin ich über eine Schwelle getreten. Dann haben sie irgendwas über die Brücke erzählt. Dann war der Dialog fertig und dann so, ach, wo waren wir gerade nochmal stehen geblieben? Ach ja, genau, hier. Richtig coole Idee. Link to the altar. Hey, what are you doing with Steve? What the fuck? Huh, nice job, Steve. Now we can continue our exploration. Alter, wie geil ist da die Idee denn bitte? Mit der Kamera dann da rein und dann ein bestimmtes Motiv bestimmt anrichten, damit wir da durchkommen. Ist das gut? Ist das eine clevere Idee? Warum habe ich von diesem Spiel vorher noch nichts erfahren? Oder? Oh ja, sehr gut. Hey, isn't that one of Mom and Dad's pulleys? They must have used them to carry their equipment. Aber wenn die vor 30 Tagen hier waren, weiß nicht, ob wir die so schnell finden können. I just have to get close to it. Then I'll use my grapple on both of you. I guess. Over there. Ich muss da drauf. Aber ich möchte jetzt erst noch gucken, ob hier vielleicht doch noch irgendwo ein Secret ist. Hallo, hallo. Hallo? Ein Secret. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ist hier ein Secret. Hat sich auch keins versteckt. Okay, dann bleiben wir jetzt einfach mal auf dem Blättchen hier stehen. Aber wir haben auch sogar Beine. Alter. Sollte vielleicht nicht zu weit da. Ah, Moment. Ich muss jetzt hier. Und dann fährt das da unten hoch, ne? Jawohl.
And Dad had to cook our birthday cake with what was left in the drawers. That was the ready. Whoa. Oh, Alter, Brown, die ruppt ja richtig an mir. Okay, back to what I was saying. That was the worst birthday cake ever. Tell me about it. Hey, but that day you got your grapple, and me, my backpack. Yeah, Mom totally forgot about the food when she was looking for our presents. Yeah, and Dad always here to save the day. Woo! What were you saying? Whoa. Hallo? It's huge! Are those more unclassified ruins? Come on, bro. Come on, bro. And Dad always here. I'll go check on okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hier machen muss. Also. Ja, natürlich, das geht nicht, wenn zwei Schalter gleichzeitig gedrückt werden. I should investigate this place. Treasure speaking. Also, ich kann jetzt hier drauf. Kann sie hier rüber. Hier hoch und da hoch schwingen, weil sie kann ja schwingen. Look, more grappling hooks. Mom and Dad must have found a way across. Yeah, they can't be far. Okay, okay, okay. Also ich bin jetzt hier wieder hinter dir. Hallo, grüß dich. Nein! Boah, aber das war knapp. Nein, das war alles kalkuliert. Kann sie mich bis dahin... Oh, sie kann mich dann bis dahin... Okay, Aska. Moin, grüß dich. Da muss doch... Da ist doch bestimmt ein Dings hinterm Wasserfall, oder? Da ist doch bestimmt ein Geheimnis. Nee, das ist Steinwand hinterm Wasserfall. Das ist kein Geheimnis. Scheiße. Weil wir müssen ja dann auch... Wo ist sie denn? Da hat sie sich versteckt. Ich darf halt nicht mit dem rechten Stick machen. Also nichts mit dem rechten Stick gerade machen, weil... Mit dem rechten Stick bewege ich ja... Genau, bewege ich ja meine Kamera und mit dem linken Stick bewege ich sie. Und ich kann sie halt jetzt immer noch bewegen. Ich hätte auch die ganze Zeit im Altar liegen bleiben können. Okay, also sie kann mich, wenn ich im Altar bin, nicht grappeln. Das ist auch schon mal gut zu wissen. So, wo sind wir denn hier? Verzeihung, das sieht schon wieder aus wie so ein Lager von denen, ne? Oh, Steve is receiving another log. Let's listen to it. Wow, und log 7.25. A new update on live scour team. Vor 17 Tagen? Oh, Alter, haben wir aufgeholt. Am 12.10.2598. Das ist ja nächstes Jahr. Our first observations are revealing that they were built for a greater purpose. Some kind of great journey. Confirming our theory, considering that those frescoes serving as a guiding path to this structure up there. Well, it's been several days now, and yet we haven't succeeded in finding a way to get into that structure. There's so much work to do, and we wouldn't want to miss our kids' birthdays. Then we're just gonna stay a couple more days before we wrap all this up and return to camp. Sounds good. Oh, don't forget to take a picture for the kids. All right, and don't forget to rest. I know, I know. They didn't forget us. Yeah, wait. If they plan to take their stuff back before they leave, but it's still here. Mom and Dad, sie sind noch nicht weg. Okay. So what are we waiting for? All right. This is it. That's the unclassified Mom and Dad were looking for. This is amazing. Mom, Dad. Wie gehypt sie einfach sind, ey. Look at all those colors. They're so saturated. Is it Steve or wait? Where are Mom and Dad? Is it Petra? Is it Steve? There's probably something to solve. Gotcha. So. Kann ich hier runter? Jo, perfekt. Was ist denn hier? Um hier irgendwas zu solven. Um da. Okay, alles klar. So, ich kann jetzt. Ich kann jetzt erstmal. Ja, Entschuldigung. Also jetzt sind wir noch ein bisschen ungewohnt mit der Steuerung, aber okay. Also ich kann jetzt hier hoch. Hier den Altar benutzen. Be back in a sec. Das Ding hier dran bappen. Und jetzt müsste ich doch. Moment, mit dem anderen Altar die Brücke hier darüber packen können. Damit ich dann beide Schalter gleichzeitig drücken kann, um wahrscheinlich in den Tempel reinzukommen. Oder nicht. Ich muss jetzt die andere Brücke da rüberpacken. So, jetzt hier wieder hoch.
So. I'll go check on something. So wird nämlich ein Schuh draus. Ich oder so. Boah. Wait, did we... Und links seht ihr übrigens meine Spielzeit. 26 Minuten sitze ich gerade schon hier dran. Also, im Video werden es wahrscheinlich nicht 26 Minuten sein. Von daher, ihr könnt sehen, wie lange ich lol, wie das aussieht. The door just shut. That's not good. Maybe there's another exit, right, Steve? Let's keep moving. Okay, was passiert jetzt? Was liegt da? That's Mom and Dad's camera. Oh, oh. They must be here. But explorers never left their camera behind. Well, maybe they had to leave. Because we're stuck in here forever. Hey, I'm sorry for not finding Mom and Dad. Maybe we should wait here? Mom and Dad have to come back anyway for their camera. You're right. And on the bright side, I now have a camera. Oh, I think the battery is dead though. Wait. Ich glaube, die funktioniert gar nicht mehr, die Kamera. Maybe it will tell us when Mom and Dad will come back. Log 08.06. This is the last update on LiveScour Team Expedition. Mauve and Media reporting. We find ourselves stuck in an alien structure, but have discovered a portal that might lead outside of it. The problem is that we need the camera's energy to power up that portal. And there's a high chance that we won't be able to get it back. Damn it. Lance and Real would have loved to see this. Hey, we'll find something else for their birthdays. I hope this portal's getting us close to our home. No matter how long it takes, we'll get there. One more step. One more adventure. They're fine. They found a way out. So this is a portal room. And this altar needs energy. And to power it up, all we need is... Oh. Yeah. We have to abandon Steve here. Maybe there's another way. Mom and Dad don't think so. And I don't see any other way either. So, I guess this is... Goodbye. Take your time, bro. Aww. Na dann. Tschüss, Steve. Oh. It worked. You did it, Steve. Now it's open. Time to leave this place. Thanks, Steve. Don't get rusty in there. Yeah. We left you with the other Steve, so you're not alone. Take care of each other. You're the best, Steve. Bye. Goodbye, Explorer Steve. Lens? Ready for another adventure? Let's go find Mom and Dad, sis. Tschüss, Steve. Tschüss. One more step, one more adventure. Ja, das war's. Das war Life Adventure. Kurz, knackig, aber echt richtig viel Charme dabei. Leck mich am Arsch, ey. Die Welt sieht echt richtig schön aus. Ich muss sagen, die Rätsel waren jetzt nicht mega schwer, aber muss es auch nicht immer. Ich finde, manchmal reicht es auch, wenn das seichte Rätsel sind, wo man einfach ein bisschen nachdenken muss, nicht zu viel, weil man muss ja auch nicht immer sich den Schädel zermartern bei sowas, finde ich. Die Stimmen waren echt gut gemacht, also richtig gute Vertonung. Auch das, wie soll ich sagen, das Weltdesign an sich, ja. Ey, guck mal, das ist mein Bild. Hey. Oh.
whole 2021 school year, our adventures playtest is carrying fairly end. Das war ein Schulprojekt scheinbar. Richtig gut. Ich hoffe, dafür habt ihr eine richtig gute Note bekommen, Leute. The End? Fragezeichen? Oh. Da bin ich ja mal gespannt, ob da vielleicht sogar noch was kommt. Aber, ja, ich muss sagen, ich fand's richtig gut jetzt gerade. Also muss ich wirklich mal gestehen. Das ist ja... Ich bin echt ein bisschen sprachlos jetzt gerade auch, ne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand's echt gut gemacht. Mensch, das wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen und ich bin richtig, richtig froh, dass es mir vorgeschlagen wurde, weil, ja, sonst hätte ich es euch jetzt natürlich nicht präsentieren können. Ich habe jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt, 25, 28 Minuten. War richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Das war ein seichtes, nettes Game und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ihr seht jetzt, wie gesagt, gerade ja wahrscheinlich irgendwie noch einen Trailer oder so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt gerade bin ich wahrscheinlich live auf Twitch. Schaut da doch auch mal gerne vorbei. Und sonst ja, bleibt doch einfach hier auf YouTube. Lasst mir gerne mal ein Abo da, wenn ihr solche Videos auch feiert. Haut mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch geile Ideen habt für so eine Art durchgespielt oder für durchgespielt, nicht so eine Art, sondern für durchgespielt, dann lasst mich das auf jeden Fall unten mal wissen. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich noch durchspielen möchte. Eins davon ist nämlich zum Beispiel auch Unravel 2. Das würde ich dann nämlich ganz gerne mit dem Bronstock zusammen durchspielen. Der hat mir das Spiel nämlich geschenkt. Oder es gibt auch noch andere Free-to-Play-Games, sowas wie Souls of the Wind oder sowas wie Atma. Ne, also da werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Divana war ja das erste durchgespielt, das ist ja auch, glaube ich, ganz gut angekommen bei euch. Jetzt Life Adventure ist das zweite. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, von dieser Art Format, was ihr für Game-Ideen noch habt. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Macht's gut, Leute. Gehabt euch wohl und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.